Wir sehen hier ein Backup-Tape für Computerdaten, logischerweise. In diesem Fall zum Beispiel mal eines mit 320 Megabyte. Hat zufälligerweise die gleiche Breite wie ein Standard Viertelzoll-Tonband. Hier sehen wir eins. Und da dachte ich mir, auch wenn es nur für Nullen und Einsen konstruiert wurde, wir spannen es doch einfach mal in ein Tonbandgerät ein. Hier ein schönes UHA Report 4000L. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier hören. Also zuerst mal ein paar Daten und danach müsste Musik kommen. Also was man schon mal mitbekommt ist, dass vorherige Aufnahmen nicht ideal gelöscht wurden, woran das jetzt auch immer liegen mag. Aber es funktioniert. Ausgabe über die Bluetooth-Box nur. Und hier noch mit dem integrierten Lautsprecher des Tonbandgeräts. Und ja, es ist live und kein Trick. Also klar, man kann alles mit Video schneiden, aber das ist kein Trick. Und keine Sorge, ich habe das Gerät auf Pause.